Hallo und herzlich willkommen zu Backstage. Heute sitzt neben mir die Alternative Rock Band Echo. Hi. Hallo. Hi. Stellt euch doch erstmal vor und was jeder so in der Band macht. Ja, ich bin Julian Beckmann, ich bin der Drummer. Ich bin Daniel Schrader, Sänger und Bassist. Ich bin Sören Merkötter und auch bin Sänger und Gitarrist. Okay, und wie habt ihr euch zusammengefunden und wann war das? Boah, das war circa vor einem Jahr. Anderthalb. Okay, anderthalb. Und das war so, Julian hatte schon mal in einer Band gespielt und hat dann aber aufgehört. Und dann haben wir uns beide so gedacht, wir könnten ja eigentlich nochmal eine Band machen. Und dann brauchten wir noch einen guten Gitarristen. Den haben wir dann auch gefunden. Dann haben wir uns eigentlich mehr so aus Jux und Dollerei gegründet. Mhm. Ich habe auch gelesen, dass ihr im Sommer ein Album rausgebracht habt, euer erstes. Genau. Denke ich mal. Und gab es da irgendwelche Komplikationen oder Schwierigkeiten? Ja, also die Sache war eigentlich erst, dass wir gedacht haben, dass wir mal ein paar Lieder mehr aufnehmen. Wir hatten erst nicht von Anfang an die Idee, ein Album zu machen, sondern der Grundgedanke war, dass wir ein paar mehr Lieder aufnehmen wollten, einfach für uns, damit wir später mal was unseren Familienangehörigen zeigen können, unseren Kindern. Und dann haben wir einfach uns mal Equipment gekauft und die Sache dann ein bisschen größer angegangen. Und ja, dann ist uns mit den Aufnahmen halt aufgefallen, dass wir es ziemlich ernst nehmen. Und ja, letztendlich ist das dann doch eine größere Sache geworden. Früh aufstehen ist nicht dein Ding. In den Ferien auch noch Darling. Über Kontakte könntest du ihn kriegen. Verflott deinen ersten Ferienjob. Wer schreibt bei euch die Texte? Ist da einer für zuständig? Oder? Ja, alles, was mit Texten und Organisation überhaupt alles zu tun hat, das mache ich. Ich bin sozusagen der Kopf der Band. Lässt du dich von irgendwas beeinflussen oder schießt dir das einfach so in den Kopf? Nein, eigentlich von gar nichts. Also ja, wobei Einflüsse von einer anderen Band gibt es schon. Das ist von Tornado, ist auch eine lokale Band in Oerlinghausen. Aber sonst kommt auch viel von einem selbst. Und dann hat in einem Lied von euch hat eine Lehrerin mit oder gesungen. Genau. Wie kam das dazu oder wie habt ihr es überhaupt bekommen, dass ihr das macht? Ja, das ist meine Englischlehrerin und die spielt auch in einer Band, also er sagt, sie singt. Mhm. Und weil die eine ziemlich gute Stimme hat, dann haben wir sie einfach mal gefragt, also auf dem Schulhof, und da war sie auch gleich von begeistert und gleich mitgemacht. Das nenne ich mal Einsatz für die Schüler. Gibt es ein besonders lustiges Erlebnis mit der Band, was ihr jetzt schon vielleicht auch, wenn es eine kurze Zeit ist, erlebt habt? Und zwar, wir waren in Bielefeld bei Niemeyer und haben mal ein bisschen durchstöbert den Laden und dann sind wir wieder rausgegangen. Und dann saß vor dem Geschäft auf der Bank saß so ein zugedröhnter Junkie, der hat uns dann aus dem Nichts heraus angesprochen, hat uns dann erzählt, was er für eine Band hat und ob wir in einer Band sind, was wir alles so spielen. Und dann ist er zu dem Fazit gekommen, nachdem er uns so 10 Minuten zugeredet hat, dass das Ding ist, dass man Musik machen muss. Und das hat sich bei uns festgebrannt. Und das haben wir bis jetzt durchgesetzt. Ja. Wo würdet ihr gerne noch spielen, jetzt außer bei uns, beim Kanal? Ja, ich meine, was Größeres gibt es schon gar nicht mehr, ne? Wir sind am Ziel angekommen. Also, nein, ja, wir machen das einfach aus Spaß aus. Wir nehmen das, was kommt, freuen uns auf jeden Auftritt, den wir haben, egal wie groß oder wie klein er ist. So sieht's aus. Ja, schön. Dann danke ich euch für das Interview. Und wenn Sie mehr Informationen wissen möchten, dann gehen Sie einfach auf www.myspace.com/Fernsehkonzert. Da finden Sie Informationen über dieses Konzert und über andere. Und das war's auch schon. Tschüss und bis zum nächsten Mal.